Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem kleinen Infovideo. Und zwar im neuen Databook Vivrecard wurde nun offiziell bestätigt, dass Shanks alle drei Haki-Arten beherrscht. Wir wussten ja schon lange, dass er das Königshaki besitzt. Auch das Rüstungshaki wissen wir seit dem Marineford Arc, wo er Akainu Schlag blockte. Aber Observationshaki wurde bisher nie was gezeigt. Hier ist nun die Frage, ist Shanks möglicherweise der momentan stärkste Haki-Nutzer? Bis dato wissen wir ja, dass er auf jeden Fall mitunter, wenn nicht sogar, das stärkste Königshaki besitzt. Immerhin konnte er mit seinem Königshaki sogar physische Gegenstände zerstören. Und jeder, der in seiner Nähe ist und nicht stark genug ist, fällt sofort ohnmächtig um. Wie wir ja aus dem Datablock Boot Deep wissen, gibt es drei Haki-Arten, welche ich schon in einem meiner ersten Theorien aufzählte. Und zwar die erste Stufe ist das ungewollte Aktivieren von Haki, so wie es zum Beispiel Corby im Marineford Arc tat. Die zweite Stufe ist dann das gewollte Aktivieren von Haki, so wie zum Beispiel Ruffy, wenn er sein Rüstungshaki oder Katakuri sein Observationshaki aktiviert. Und zu guter Letzt gibt es dann noch das permanente Haki. Dieses ist einfach immer aktiv. Deshalb braucht Shanks sich auch nicht anstrengen, um Königshaki zu aktivieren und die Leute fallen in seine Präsenz einfach um. Natürlich kann er diesen Effekt aber auch abschalten. Sonst würden ja zivile Bürger wie damals im Windmühlendorf einfach reihenweise umfallen. Aber bis zu einem Grad ist es einfach dauerhaft aktiv. So könnte man sich zum Beispiel auch erklären, wieso Shanks Akainos Schlag stoppen konnte, ohne dass sein Schwert schwarz wurde, wie es beim Rüstungshaki nun mal üblich ist. Und was ist, wenn sein Observationshaki sogar stärker als das von Katakuri ist? Kann er dauernd etwas in die Zukunft sehen oder vielleicht sogar über eine längere Zeitspanne? Wollte er deshalb vielleicht Whitebeard warnen, dass er Ace zurückholen soll, weil er Ace Gefangenschaft schon vorausgesehen hat? Kommt er deshalb vielleicht zu den Gorosei, weil er weiß, dass diese Lurking Legend wieder zurückkommt? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Wenn ihr Let's Plays mögt, seid ihr hier auf meinem Kanal Just Insane genau richtig, denn hier bringe ich euch täglich die neuesten Spiele, die ältesten Spiele, die besten Spiele, die schlechtesten Spiele, die schönsten Spiele, die hässlichsten Spiele. Alles querbeet durch. Jeden Tag kommt mindestens ein neues Video und auch meine Livestreams werden über YouTube ausgestrahlt. Deswegen, wenn euch Let's Plays gefallen, schaut rein, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Livestream-Session wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.